Oh, hallo, 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 weiter geht's mit Kock. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Part. Vorweg eine etwas traurige Information, heute gibt es leider keinen Livestream, sondern erst morgen. Samstag und Sonntag werde ich dafür streamen, also heute leider nicht, weil ich morgen ganz, ganz früh wieder raus muss, wegen Arbeiten und so weiter. Und das wollte ich mir nicht antun, ich wollte auf jeden Fall mal meine Stunden Schlaf gerne haben. Und ich habe ein kleines Dilemma, denn ich komme gar nicht mit den Videos mehr hinterher. Ich bin nur noch am Arbeiten. Was man vielleicht nerven, neue Arbeitsstelle und so weiter, da kann man nicht sagen, ja, zu Samstagsarbeit, nee, da bin ich nicht dabei. Da soll man auf jeden Fall Gas geben, da muss man da dran halten, damit man auf jeden Fall da bleibt, wie jeder will, oder wie jeder weiß. Gibt es eine Probezeit, egal in welche Firma man geht, von daher muss man auf jeden Fall da am Start bleiben. Also muss ich das auch machen. Und deswegen bin ich samstags auch da. Und das ist sehr früh. Wir fangen sehr früh an, leider. Und deswegen gibt es heute keinen Livestream, also Samstag und Sonntag dafür. Also seid nicht traurig, macht Freitag was anderes, geht los und weiß ich nicht, macht irgendwas anderes. Aber nicht traurig sein, denn dafür gibt es dann Samstag und Sonntag einen wunderbaren Stream. Ich hoffe, das ist soweit okay. Etwas Wunderbares aber so im Kopf passiert, und weil wir den Clan War gewonnen. Ich habe meinen zweiten Angriff nicht gemacht. Warum? Ich bin an den Tag, weil ich so geil bin, einfach mal eingepennt. 190 von 190 insgesamt. Wow, nicht schlecht. Wir haben alles geschafft. Ich habe Kriegsbonus genau null bekommen, nichts, weil ich einmal meinen Fail-Angriff hatte und das zweite Mal einfach nicht angegriffen habe. Ich habe immer noch meine Armee hier. Ihr seht, wie gesagt, ich bin gerade echt nur noch am Arbeiten. Das ist gar nicht schön. Yay, ein paar Juwelen. Und in zwei Tagen haben wir die Lava-Hunde. Sehr schön. Acht Tagen ist der Expo fertig und die Queen, die Lara, ist fertig geworden, Leute. Guckt euch mal Lara an. Guckt euch Lara an. Hallöchen, hallöchen, meine junge Dame. Sie ist endlich wieder da und sie kann wieder losgerotzt, beziehungsweise sie kann wieder vergenussfärken, ziemlich hart. Und ich habe einen Bauarbeiter frei. Den ihr vielleicht sogar den King upgraden? King? Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall uns überlegen, das Ganze im Stream oder halt hier. Ich habe noch gar keine Ahnung, ob ich sofort die Queen wieder hochziehe. Kostet halt nur im Anfang 65.000. Ich habe schon wieder 50.000. Das geht sehr fix hier in Kristall. Also könnten wir auf jeden Fall uns da wieder was besorgen. Die Clanburg ist voll mit einem Golem. Den habe ich gestern zur Verteilung einfach mal bekommen, weil einer einen übrig hatte vom Clan War. Also greifen wir heute mal mit Golem an. Golem und Balloonians plus 12er Queen am Start. Das könnte sehr interessant werden, meine jungen Damen und Herren. Das könnte sehr interessant werden. Ja, mal gucken wir doch mal. Wir suchen uns hier mal so einen kleinen, knackigen Gegner raus, den wir kurz vergenussfärken können. Zum Glück habe ich Vorarbeit geleistet und wir haben so gut wie alle Bauarbeiter für einen längeren Zeitraum in Planung oder in Beschäftigung, deswegen bin ich jetzt nicht, sag ich mal, ist es nicht ganz so schlimm, dass wir Freitag nicht streamen. Natürlich ist es kacke, ich habe echt Bock heute zu streamen und ich würde super gerne machen, aber das geht halt einfach nicht, das mit morgen Arbeit und so weiter, das kannst du voll knicken. Und ich muss auch noch sehr, sehr viele Videos produzieren, weil sonst kommt gar nichts mehr. Ihr merkt ja schon wieder heute, was kam heute? Nichts. Es kam nichts mehr. Ich habe gestern Abend nichts mehr geschafft aufzunehmen und dann heute nach der Arbeit hatte ich noch ein paar Termine, jetzt bin ich gerade erst wieder da, nehme das Video jetzt für Clash of Clans auf. Es ist ein bisschen kompliziert, Leute. Das wird sich auf jeden Fall legen, wenn das Ganze vorbei ist hier. Wie gesagt, es ist gerade ein Umzug in der Firma und ich bin neu, da sollte man auf jeden Fall, wie gesagt, nicht fehlen. Also passt es auf jeden Fall. Also in den nächsten, spätestens in den nächsten Monaten oder nächsten Monat wird es jetzt wieder besser. Dann gibt es auf jeden Fall wieder regelmäßig Videos, auch zu regelmäßigen Zeiten und meistens so gegen 16 Uhr. Ich schaffe es ja so gut wie immer, aber einige Tage wie freitags wird es manchmal ein bisschen eng. Ich hoffe, das ist okay. Obwohl, eng ist ja immer gut, ne? Nein. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Und ich hoffe, ihr bleibt am Start. Samstag, Sonntag sind auch zwei Tage, wo man streamen kann. Dann hauen wir in der Woche nochmal einen Stream raus. Dann passt das Ganze, Leute. Dann passt es doch wieder. So, haben wir jetzt hier einen kleinen, knackigen Gegner, wenn wir den kurz oder richtig hart vergenussferkeln können. Ich bin mal gespannt. Was bekommen wir hier denn? Das ist natürlich einer, der etwas Loot hat. Aber das reicht mir nicht. Dafür die Armee opfern, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Nein, nein, das reicht mir nicht. Das kann ich so nicht machen. Da muss ein bisschen mehr her. Da muss echt ein bisschen mehr her. So 200, 250k, das wäre natürlich großartig. Und am besten alles in den Lagern und nicht in den Minen wäre natürlich auch geil. Weil in den Lagern können wir kurz zeigen, was diese Armee überhaupt kann. Beziehungsweise was wir können mit den Balloonians. Obwohl wir im Clan War richtig hart gefällt haben. Das darf man nicht vergessen. Ja, ja, ungeschnitten, unzensiert suche ich hier einen Gegner raus in Kristall Nummer 2. Wie ihr seht, wir finden nichts. Wir finden einfach nichts. Ich sage immer, Kristall ist 2 oder allgemein Kristall ist der Loot konstant. In Gold gibt es manchmal hoch und runter. Das kann man auch dazu sagen. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel einfach mal hier schon wieder diese Scheiße One. Oh, ich bekomme es nicht weg, Leute. Ich bekomme es nicht weg. Ich muss mein BlueStack-Player synchronisieren mit meinem Handy. Da habe ich alle Apps hier drauf. Das möchte ich aber nicht. Eieiei, es ist nervig. Es ist richtig nervig. Leider hat scheinbar noch keiner eine Lösung gefunden. Ich muss sie mal Google fragen. Mein bester Freund Google. Aber dazu komme ich auch nicht. Ich komme zu nichts zurzeit. Das ist scheiße. Das stört mich selber. Dass ich zu nichts komme. Das ist sowas unprofessionell, dass ich seit 3, 4 Tagen so eine Scheiße drin habe. Entschuldigung. Das ist echt unprofessionell. Einfach nur doof von mir. Entschuldigung.
Und ich möchte ja so professionell wie möglich sein. Denn das ist, das bin ich euch schuldig. Den nehmen wir jetzt hier, der ist gut. Minensammler sind voll. Die Klammung ist sicher leer. Die Tür ist die leer, sehr schön. Und dann greifen wir, was ist das für eine Luftabwehr? Das ist eine sehr schwierige Luftabwehr, was sollen wir denn hier machen? Das wird natürlich sehr brenzlig werden. Wir greifen von der Seite an, schicken die Ballonien, beziehungsweise die Ballons rein. Ballons! Brauche ich Wutzauber? Wir nehmen Wutzauber rein, komm. Wir droppen hier ein paar Wutzauber rein. Wieso denn nicht? Man hat es ja nur einmal im Leben. Und droppen dann die Lakaien, die auf jeden Fall ein höheres Level jetzt haben, wie ihr seht. Das passt. Und droppen hier noch einen Wutzauber rein hier. Dann läuft auf jeden Fall ein Rage-Spell. Oh, 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 oh. Mach mal kaputt, mach mal kaputt. Dankeschön. Dann schicken wir die Klamuk, schicken wir die auch noch rein. Ich weiß es gar nicht, ob wir die brauchen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die noch brauchen. Ich glaube nicht. So, King. Und die Level 12 Lara, die endlich dabei ist. Da oben sterben die ganzen Lakaien, die bei ihm ein bisschen Glück geflogen sind. Weiß ich nicht, hätte ich vielleicht anders machen sollen. Aber egal. So, die Ballons da oben verrecken auch alle. Alle werden weg, oh, Aoid. Komm, man lebt ja nur einmal, ne? Man lebt ja nur einmal. Da kommt der Golem. Da kommt der Golem raus. Und der Golem zeigt, was er kann. Der junge Freund soll auf jeden Fall als Sack tanken hier. Golem, Sie sind hier Mr. Tanky. Natürlich habe ich den King vorgeschickt, deswegen bekommt er ja am meisten immer auf die Fresse. Aber diese Verteidigungsgebäude, was sind das für Verteidigungsgebäude? Die können ja gar nichts. Mit King, mit Golem sollten wir auf jeden Fall einiges noch reißen. Die Queen Level 12 rasiert auf jeden Fall gegen den Strich. Sie kann es mit Rasierschaum, denn sie ist Level 12 geworden. Sehr, sehr geil. Der King muss schon gezündet werden, gar kein Ding für den King. Sehr schön, da ist der andere King down. Haben wir das kaputt und jetzt Fokus bitte nur noch den Golem. Aber sie gehen, lass mich raten, sie gehen auf den King. Gehen Sie auf den King. Ich droppe nochmal einen Heal-Zauber rein. Wieso? Weil wir es können. Und der King nicht so viel auf die Fresse bekommt, der King wird down gehen. Alle fokussieren sie den. Obwohl er ein Golem ist. Okay, der King geht down. Scheißegal, die Queen ist noch am Start. Und der Golem soll jetzt wegtanken und die Queen sollte den Damage machen. Das passt. Der Golem schön hochheilen. Wunderbar. Und mit dieser Kombination kann man da 100% schaffen. Ich glaube schon. Ich glaube, das kann man schaffen. Wunderbar. Golem, der splittet sich gleich. Das sollte auf jeden Fall passen. Die Queen mit Level 12 macht sie irgendwie einen Unterschied zu Level 11. Spürbar nicht, natürlich prozentual etwas mehr Damage, aber da merkt man nicht viel von. Da merkt man leider nicht viel von. Ja, sieht doch abgeschossen hier von der Kanone, auch nicht ganz so geil. Jetzt noch ein Bogen, ja, machen wir den hier. Und dann würde ich sagen, brechen wir an dieser Stelle ab und haben ganz schön viel Loot bekommen. Natürlich sehr viele Einheiten geused, aber die waren halt noch da, deswegen, wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Sehr gut, sehr, sehr schön. Dann machen wir mal diesen, ich weiß auch gar nicht, die Ballons waren auch fail irgendwie. Die haben auch nichts gerissen, keine Ahnung, Entschuldigung. Ich bin auch zu doof für diese Taktik, man hat es ja gesehen. Man hat es gesehen, ich muss noch ein bisschen üben. So, machen wir mal diese 8 Kollegen hier und bauen auf jeden Fall dann die Barge-Kollegen hier. Ich werde auf jeden Fall noch etwas spielen heute, aber nicht halt nicht ganz so lange und deswegen, weil ich halt rechtzeitig ins Bett muss, gibt es dann den Stream morgen und übermorgen ab 20 Uhr. Also freut euch drauf, Leute. 2 Tage, Samstag, Sonntag. Stream und dann wohl noch irgendwann in der Woche gibt es wieder Streams. Das sollte passen. Das sollte angenehm sein. Ja, der eine Bauarbeiter ist übrig. Was wir damit machen werden, werden wir auf jeden Fall sehen. Vielleicht werde ich dann, wenn wir dann morgen so viel farmen, dass wir die Queen gleich auf Level Nummer 13 schicken, obwohl ich sie gerade jetzt wieder habe. Aber endlich mal wieder farme mit ihr. Das ist großartig. 50% incoming. Yes. Das war's von diesem Video. Guck mal, ich bin fast Stufe 93. Ja, fast. Ich denke mal, wenn das nächste fertig wird hier in 4 Stunden. Oh, 4 Stunden haben wir schon den nächsten Bauarbeiter frei. Das heißt, morgen haben wir 2. 4 Stunden, ne? Okay, nicht 4 Tage. 4 Stunden. Dann haben wir 2 frei. 8 Tage. 4 Tage. Das, ja, das passt okay. Also morgen 2 Bauarbeiter frei. Das ist großartig. Da können wir beide beschäftigen. Womit? Weiß ich noch gar nicht. Wir können noch mal kurz, ich denke mal, ein für die Luftabwehr, die wir schon hochziehen. Dauert, wie gesagt, auch 10 Tage. Also eine Luftabwehr reinstecken. Und den zweiten, denke ich, noch mal wieder. Entweder King. Ah, King muss auch upgraden. King könnten wir upgraden. Werde ich mich aber morgen auf jeden Fall entscheiden. Oder könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Soll ich jetzt schon den King hochziehen weiter? Der, ist Level, der wird dann auf Level 11 hochgepusht. Dauert 5 Tage. Oder doch lieber sparen und erst die Queen auf Level 15, 16, 17. Und dann ist der King hinterherziehen. Natürlich, der King tankt auch viel. Deswegen müssen wir uns das Ganze erstmal überlegen. Oder lieber Verteidigungsgebäude-mäßig, wie zum Beispiel eine Tesla, die hier Level 4 hochziehen. Oder zweimal Luftabwehr. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Was würdet ihr als erstes oder was würdet ihr als erstes hochziehen? Würde mich auf jeden Fall freuen. Das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich freuen, seid ein Haufen super netter Boys. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüssi. Nice.